Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Harry Potter! Ich bin's wieder, Herr Lot 1986, der die Geschichte direkt weiter fortsetzt. Ja, ich habe jetzt voll Lust wieder auf Harry Potter und Lego und zusammen gemixt und die Geschichte und einfach weitermachen. Ah, ganz fair. Ja, ihr merkt das schon, bin mal wieder total überdreht, weil die Lust ist einfach da. Das Spiel hängt nicht, das Spiel, das läuft einfach, es funktioniert und das macht einfach mehr Spaß als Spiele, die immer hängen. Ab und an. Zu. Öfter mal. Naja, egal. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit Lego Harry Potter, insofern der Ladebildschirm jetzt gleich mal verschwindet. Wir sehen uns danach. So, da sind wir schon wieder. Oder da bin ich schon wieder. Und da ist der Geist und der Geist sagt, du musst da oben lang. Gut, mache ich das sofort. Instant. Direkt. Habe ich kein Problem mit. Alles, was ich noch so erforschen kann, mal hier später. Ah, es regnet immer noch draußen, das ist schön. Ich finde das total klasse, dass sie selbst daran gedacht haben, dass sich hier auch die Außenwelt verändert, so ein bisschen. Je nachdem, wie weit man fortgeschritten ist, auch in der Story. Klar, jetzt hier so die Umgebung und sowas, wo wir schon überall waren, das verändert sich nicht, aber der Rest, so, es regnet dann einfach oder es ist nebliger, es ist eisig, einfach so. Das sind so kleine, schöne Details, auf die heutzutage wenig Programmierer noch Wert legen, habe ich so zum Teil das Gefühl. Aber hier haben sie echt eine Menge reingeschmissen und das finde ich einfach schön. Aber das wäre bei Lego-Spielen öfter so. Und ich freue mich einfach nur darauf, wenn ich das hier... Wenn ich Lego Harry Potter doch irgendwann mal auch fertig habe. Denn dann werdet ihr was anderes sehen. Haha, ja, mehr sage ich nicht. Ach, ich kann ja jetzt hier rechts lang. Haha, ich kann das jetzt da hinten aufsprengen. Mit meinem neuen, atemberaubenden Wiederzauber, der das Tor nicht getroffen hat. Wo geht's hier lang? Denn wir haben ja jetzt beim letzten Mal das Ei geöffnet und da hat uns jemand was entgegengezoomt. Und wir wollen ja natürlich jetzt rausfinden, was wir zu tun haben, ne? Beziehungsweise jetzt die zweite Aufgabe oder der zweiten Aufgabe uns zu wenden. Wobei ich mich gerade nicht erinnern kann, dass ich damals dann geschneit habe. Also nicht geschneit, hier geregnet hat im Buch. Während der zweiten Aufgabe, aber das ist auch irrelevant, denn nass werden wir so oder so werden. Ja, mehr sage ich auch noch nicht zur zweiten Aufgabe und ach, ich mache jetzt hier nicht alle Kerzen an. Schüler in Gefahr? Geh mal weg da. Nee, leider nicht. Na komm. Ja, wunderbar, standst du super im Weg. Jetzt kriegst du direkt nochmal einen hinterher. Ne, da tut sich auch nichts weiter. Wobei, Moment. Wenn wir das drehen? Nein, okay, ist keine 1 von 3 oder sowas, also für uns weiterhin uninteressant. Spring, Fall, Flieg, nicht? Dann nicht. Okay. Ich dachte, ich könnte den Schüler da retten, indem ich ihn runterschubse, aber nö, das wollte er nicht ganz so. Nein! Ach, doch, alles okay, alles okay. Läuft alles so, wie es soll. Ich dachte schon, ich muss da wieder von der Brüstung runterspringen, aber nein, das ist nicht so. Oh, guckt euch diese Wassereffekte an. Oh, ist das nicht geil? Was ist das hier? Ich kann angeln! Hey, ich angle! Was angle ich mir denn Schönes? Eine kleine Nixe oder so? Den Frosch. Lass mich raten, auf dem kann ich dann jetzt auch reiten, wenn ich will. Sogar zwei Frösche. Ein Froschpaar, oh wie süß! Seid ihr zusammen? Moment mal. Was können wir denn jetzt hier unten machen? Wir können rumschwimmen. Ah, das ist... das ist ja genial. Das ist hier so ein kleiner... So ein kleiner Parcours einfach, den wir entlang schwimmen können. Mal schauen, was uns am Ende erwartet. Und? Oh, goldener Stein. Oh, ein kleiner versteckter goldener Stein haben wir mit dem Frosch gekriegt. Ja, aber hier gibt es ja noch ein bisschen mehr zu entdecken. Noch ein bisschen Kleingeld, noch ein bisschen Großgeld, noch ein bisschen Mittelgeld, ganz viel Geld. So, jetzt werden wir reich. Die Kisten. Die Kisten muss ich jetzt auch noch zerstören. Da muss ich erstmal rausfinden, was das noch ist. Weil so wie es ausschaut, können wir uns auch hier eine Schüler in Gefahr gerettet. Einen Trank bauen. Und da habe ich wieder E-Mails abgerufen bekommen. Klasse. Naja, kann passieren. Ron im Smoking frei.
Irgendwie weiß ich nicht. Schalte ich mehrfach die Sachen frei oder nicht? Was bringt das, wenn ich das mache? Ah, da holen wir noch aus dem letzten, bisschen hier noch Geld raus. So, wir sollen zu Mad Eye Moody, aber mich würde interessieren, wozu brauche ich den Zaubertrank? Den stellen sie ja nicht aus Spaß hin, oder? Der macht mich stärker, oder? Ne, mit dem kann ich mich verwandeln. Ja, okay, das brauchen wir aber derzeit eigentlich nicht. Denke ich mal. Gehen wir einfach mal durch und dann sehen wir, wie die nächste Aufgabe beschaffen ist. Insofern jetzt die nächste Aufgabe startet. Ja, sie startet jetzt. Oh, das sieht schon so episch aus. Cedric Diggory. Fleur Delacour. Den Namen konntest du auch noch merken, aber den von dem Russen nicht. Und Harry. Ja, und Harry hat jetzt was gegessen, mit dem er unter Wasser atmen kann. Und jetzt wisst ihr, warum ich mich auf dieses Level gefreut habe. Es ist das erste und ich denke mal auch einzige Unterwasser-Level. Oh, ist das genial. Wir sind echt unter Wasser. Guckt euch das an. Wir haben ne? Oh, ist das toll. Guck mal, wenn ich nach oben drücke, dann schwimmt der so cool nach oben. Wenn ich nach unten drücke, dann macht er es nicht, aber episch. Einfach nur genial. Wir können unter Wasser sogar Oh, das ist ja noch toller. Der sammelt automatisch alles ein. Also das ist so seitlich gemacht. Boah, bis man hier alles mal weg hat, das dauert ja eine halbe Ewigkeit. Boah, Feuer frei. Immer feuern. Und wir dürfen ernsthaft unter Wasser hier was erledigen. Das ist geil. Ne, das finde ich einfach nur klasse. Da habe ich mich so drauf gefreut, aber das ist so 2D-mäßig gehalten. Also wir können nur nach rechts oder nach links oder nach oben oder nach unten. Und wir können nicht in die dritte Perspektive, also nach links oder nach... Also, ihr wisst schon, was ich meine. Das geht halt eben nicht. So, genug abgefeuert. Und hier vorne, das sind doch Stutze, oder nicht? Müssen wir gleich mal rausfinden, was wir damit machen können. Beziehungsweise wie wir die sammeln können. Aber erstmal habe ich irgendwie eine Pflanze umgeschmissen. Oh, die Effekte. Das ist ja richtig, richtig episch. Also einfach nur genial. Was kann ich denn mit dir anstellen? Moment mal. Kann ich bewegen? Nee, kann ich nicht. Wählt er sofort wieder ab. Oh, das sieht so toll aus. Einfach nur toll. Oh, Qualle, nein! Weg mit dir. 1 von 9. Was? 1 von 9? Was habe ich denn jetzt abgeschossen? Nein, geh doch mal. Njam. Ach, ich kann Cedric Diggory sogar steuern. Und der hat irgendwas im Mund. Oh, ich hatte jetzt nur gerade irgendwas da hinten abgeschossen gehabt. Wie jetzt? Warum kriege ich denn nochmal Geld? Da habe ich noch was vergessen hier. Jetzt habe ich schon wieder nicht gesehen, was ich abgeschossen habe. Na klasse. Egal, ich schieße einfach alles ab. Ich suche jetzt hier den Meeresgrund mehrfach ab, bis ich wirklich alles gefunden habe, was ich abschießen kann. Und man muss sich ein bisschen an die Sicht gewöhnen, denn diese Kamera, die ist komisch, aber sie funktioniert. Nein! Ha, zerstört. So nicht. Gib mir deinen Schatz. Ah, okay. Das war jetzt nicht die Welt. So toll. Ich darf alles zerstören, was hier kreucht und fleucht unter Wasser. Ich glaube, ihr werdet dauerhaft sehen, wie ich einfach nur hier alles am Abballern bin. Wow, wer bist du denn? Achso, das war der Viktor. Viktor Krumm. Genau, so hieß er. Haha, jetzt weiß ich es wieder. Wir haben ihn gerettet. Oh, ich bin einfach nur dauerhaft am Feuer, ne. Es ist so klasse, es ist so toll. Moment mal, kann ich hier rein? Ja, oh, wie geil! Mit Übergang und sowas. Oh, ist das toll! Oh, wir werden so lange hier drinnen bleiben, Leute. Das ist so... Das Level hat es mir jetzt schon angetan. Das ist einfach episch.
Gibt es denn was epischesteres als dieses Level? Keine Ahnung. Wer bist du denn? Ah, was seid ihr? Was seid ihr?